Aloha Seekräuter, Aloha Wohnzimmerkapitäne, willkommen zurück hier bei uns auf dem Seekrautskanal. Schön, dass ihr dabei seid. Diesmal Kisten öffnen und zwar die von Toxic85. Er hat gesammelt und hat seine T10-Schiffe so ein bisschen schon mal durch den Hafen geschrubbt und so weiter. Und ja, da werden ein paar Supercontainer dabei sein. Und ja, du bist sogar mit live dabei. Hallo Toxic. Hallo Sigurds-Freunde, ja, ich bin live dabei und ich habe für euch die letzten Tage hier fleißig alles Mögliche erfahren. Wir haben hier Unsinkable bis Sam, wie ihr direkt seht, und natürlich auch jede Menge Supercontainer. Wenn ich mich nicht verzählt habe, müssten wir auf 20 Stück kommen. 19 Tier 10 Schiffe und ein Supercontainer, also insgesamt müssten wir 20 Supercontainer öffnen können. Ja, wir fiebern jetzt mit. Ich habe jetzt tagelang die Finger stillgehalten, dass wir hier zusammen die Container öffnen können. Dann Genau. schauen wir mal und Genau. drücken Daumen. Genau. Wollen wir erstmal mit dem Katzencontainer anfangen? Wir fangen mit Und den Katzencontainer an. dann schauen wir mal. Da geht die Kiste auf und da war noch kein Plan dabei. Britische Tarnung, roter Drache und Skylla. Ja, ich rechne auch nicht unbedingt mit einem Plan. Das wäre natürlich super, wenn irgendwas rauskommt, aber na, Und mal da schauen. kommt der erste Sammlungscontainer. Also Jubiläumscontainer, 5 Basilisk. Ja, das ist so eine Sonderflagge, nehmen wir natürlich alles gerne mit. Und da ist schon der erste Supercontainer. Kohle! Noch Kohle, wunderbar. 15.000 Kohle! Ja, GZ! super. Nach der Smolensk natürlich, jetzt müssen wir anfangen, jetzt zu sammeln. Die nächsten Kohleschiffe sind noch da, die wir holen wollen. Gut, Katzencontainer, Standardinhalt. Aber Kohle nehmen wir natürlich gerne mit. Und Creditcontainer hat sich da auch noch drin, er versteckt. Ja, das sind die täglichen Lieferungen, die sind dann natürlich mit drin. Da haben wir jetzt bestimmt drei hintereinander. Das spulen wir jetzt schon mal weiter. Ganz so interessant. Ich darf bloß nicht auf alle Container öffnen klicken. Nein, das wäre jetzt ungünstig. Aber ein Hafenliegeplatz, schön, kann man Ja, gut okay, gebrauchen. den können wir definitiv gebrauchen. Habe ich schon lange nicht mehr drin gehabt. Jetzt haben wir dann wieder Jubiläumscontainer. Weil ich schon gesagt habe, die Animation gut finde von der Kiste. Ja, Irgendwie finde ich die die haben sie klasse. richtig gut gemacht. Ja, Ja. super. Telefon klingelt. Standard, ne? So, und dann haben wir nochmal Drache. Das ist wieder diese Kapitäns-EP-Geschichte. Ja, definitiv immer zu gebrauchen. Haben wir Captains wieder sind gut Basilisk. drin. Endlich komme ich auch ein bisschen auf Anzahl mal wieder, ne? Das fehlt ja Ja, diese permanent. Supersignale braucht man gerade zum Hochleveln immer ganz gut. Ich bin noch dabei, ich muss jetzt, hab noch T9 Schiffe, die ich fahren muss, damit ich überhaupt diese ganzen Container sammeln kann. Bin ich auch bei weitem noch nicht fertig, aber ich denke mal, hauptsächlich geht es ja hier wieder um die Supercontainer. Da wollen wir natürlich gucken, was da drin ist. Hier wissen wir es ja quasi. Ja. Einzige Sondersignale für A5 Stück. So, dann haben wir hier noch mal Drache und Spannend, wie viel ich schon erfahren habe, ne? Hydra. Das war jetzt natürlich aus den Direktiven auch nur mit Burn dabei gewesen. Wir könnten aber langsam mal die Supercontainer kommen. Da ist der Ja. Katzencontainer. Vielleicht kommt jetzt ein Plan. Nein, kommt wieder nicht. Giga und dann hast du Ouroboros und dann hast du Leviathan dabei. Was Wargame noch so sponsert die nächsten Tage. Vielleicht kommen ja noch ein paar Anzeigen über Sam. Ja, kann durchaus sein, ne? Raus. Wobei, die haben jetzt ja schon auch nicht rausgehauen mit den 15 Containern. Ja, Die das ist natürlich krass. haben wir ja eben schon vor dem Video aufgemacht, damit eben auch ein paar spannende Container werden. Und da haben wir den ersten Supercontainer. 100 Mal Victor Lima, also Brandwahrscheinlichkeit erhöht. Und Wassereinbrüche und so weiter. Richtig gut zu gebrauchen. Die können die gut gebrauchen. Einer der besseren Flaggen immer noch. Und wieder Kohle. 15.000. Also hast schon 30.000 Wow. Kohle alleine durch die Supercontainer. Wow. Die definitiv. Hole den auch gerne mit. Und 100 Mal India Delta, also Reparaturmannschaft. Richtig gut, richtig sinnvoll. Sehr sinnvoll, T9, T10 Schiffe, definitiv. 5 Hydra. Auch mit einer der besten. Und jetzt wieder Supercontainer incoming. Flaggen, 25 Mal Hydra. Ja. Weil du gerade gesagt hast, Auch. auch einer der besten. Ja, das wurde wieder direkt angehört. Und wieder Kohle. Super. 45.000 hast du jetzt Ja. gesammelt. Und next ist, ich wollte schon sagen Kohle, nee, wieder Hydra.
Und dann haben wir nochmal 100 India X-Ray, Wiederbrandwahrscheinlichkeit, also das andere Paar davon. Also das hast du jetzt auf jeden Fall ordentlich gepimpt. Da freut man sich auf Nairia, Smolensk und Co. So, dann haben wir hier Skylla. Ja, ich meine ganz ehrlich, man nimmt hier alles einfach in die Mitte, was man kriegen kann. Ne? Das ist doch sowas von... Und oh, wieder Kohle. Spendiert, also. 60.000 Kohle aus Supercontainern schon. Wow. Wow. Definitiv sehr geil. Und 100 mal November Foxort. Nachladezeit der Verbrauchsmaterialien um 5% reduziert. Und dann haben wir wieder Jubiläumskisten. Da sind es dann Skylla, 5 Stück. Und da ist wieder ein Supercontainer. Und da ist Premium-Spielzeit drin. 7 Tage. 7 Tage Premium. Sehr gut. Ich glaube, du kannst es gebrauchen. Ich weiß gar nicht genau, wie viele Tage du hast, aber. 300, glaube ich, müsste das noch sein. So, und 100 mal Sierra Mike. Also, das sind wirklich sinnvolle Flaggen, die du hier bekommst, muss man ganz ehrlich sagen. Sierra Mike, India Delta hattest du schon, November Foxtrot, Victor Lima und hast du nicht gesehen? Also, oder Victor Foxtrot, diese Brandflaggen. Richtig coole Sachen. Ja, wie gesagt, wir nehmen ja einfach alles mit, weil, wie gesagt, 20 Supercontainer mal hier einfach Bonus on top hier, das ist der Hammer, ne? Mhm. Dann haben wir 50.000 Free XP. Ja, okay. Was sagst du dazu? Ja, kann man gut gebrauchen. Also, ich werde sie sinnvoll einsetzen, ne? Ja. Definitiv. So, und das dann erste Mal. Tarnung. Tarnung, 50 Stück World of Warships Jubiläum. Ja, gerne. So, dann die letzten, wa? Ja, auch in die letzte Runde sozusagen. Nochmal Jubiläumskiste, 5-mal Wavern. Mal Daumen drücken. Bei niemandem. Superkiste. Supercontainer. Nochmal 100 Sierra Mike. Ich tippe für dich überall hin, um den Random Number Generator so ein bisschen zu beeinflussen. Und India Delta nochmal 100 Stück. Jetzt gehen wir mal ganz kurz zurück in den Hafen. Und schwingen unseren Arsch wieder zurück zum Container. Hat ja schon mal was gebracht bei mir. Da ist der letzte super Container und wir öffnen ihn jetzt. Ah, kein Schiff. Kein Schiff, aber roter Drache. Auch richtig. Aber gut, nehmen wir auch mit. Genau. Nee, also im Endeffekt, es hat sich doch einfach gelohnt. Und wie gesagt, da will man eigentlich auch gar nicht irgendwie rummeckern. Da muss ein Schiff drin sein oder sonst irgendwas. Ganz ehrlich, das sind so viele Bonusinhalte, die man jetzt innerhalb von ein paar Tagen kassiert hat. Ja. Da bin ich auf jeden Fall super mit zufrieden. Ich würde mal sagen, 60.000? Ja, 60.000 Kohle alleine. Ja, und dann hattest du ja in den Kisten, die wir vorher aufgemacht haben, schon ein bisschen was. Also jetzt sind wir bei 196.000 Kohle wieder bei dir. Also richtig, richtig cool. Wir haben ja die Grand Ranks jetzt noch vor uns, wo es ja auch nochmal ein bisschen Kohle abzustauben gibt. Ja, mal gucken, denn könnten wir doch rein theoretisch bald das nächste Kohleschiff dafür in den Hafen stellen. Ne? Alleine für diese Aktion war es doch jetzt super gewesen. Also letztendlich kriegen wir ja auch irgendwo wieder ein Schiff raus. Ne? Wir werden wieder ein bisschen gefördert in die richtige Richtung gestoßen, dass wir uns dafür auch wieder ein Schiff holen können. Ganz zart getoucht, so ein bisschen gepusht. So. Ey, der Sandara ist toll, die Sandara ist toll. Würde ich mir aber nicht holen, muss ich ganz ehrlich sagen. Würde ich mir nicht holen. Schauen wir mal, wir sammeln noch ein bisschen Kohle und dann gucken wir mal, was war da uns wieder dafür gönnen, ne? Genau so ist es. So, wir sagen beide danke für Zuschauen, danke für eure Zeit. Ich hoffe, das war ein bisschen spannend, ihr konntet ein bisschen mitfiebern. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von den Inhalten der Container so haltet, ob ihr euch darüber freuen würdet oder eben nicht oder was ihr in euren Containern hattet, würde uns auch sehr interessieren. Ja, wie gesagt, wenn das Video gefallen hat, gerne Daumen nach oben da lassen oder ein Abo, weiterempfehlen, nicht vergessen. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Video hier auf dem Kanal. Haut rein, euer Andi und Foxy85, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.